Wenn man über Wissenschaft in den sozialen Medien kommuniziert, dann hat man die Herausforderung, dass man über Themen kommuniziert, die nicht zu den Top-Themen gehören in den sozialen Medien in Sachen Interaktion und Reichweite. Das liegt natürlich an der Komplexität der Themen, das liegt aber natürlich auch daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist und ich sage jetzt mal Cat-Content oder die klassischen Instagram-Themen, Fashion, Travel, Food sind immer so die Bereiche, wo man einfach die höchsten Reichweiten und Interaktionsraten auch erzielt. Ich glaube, da ist es wichtig, aus der Sicht der Wissenschaftskommunikation die richtige Nische, die richtige Zielgruppe zu finden und sich auch damit mal zufrieden zu stellen, dass man vielleicht eine kleine, aber sehr gut funktionierende und interagierende Community ansteuert und aufbaut und sich nicht unbedingt messen zu lassen mit den etwas reichweitenstärkeren Themen. Wenn man beginnt, Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien zu betreiben, sollte man von vornherein darauf achten, dass Absender und Empfänger nicht zu weit auseinanderstehen. Man hat auf der einen Seite den Absender, der meistens über eine sehr große Menge an Wissen verfügt, und man hat auf der anderen Seite einen Abnehmer, einen Empfänger, der vielleicht auch über großes Wissen verfügt, aber nicht so viel Zeit hat. Das heißt, man muss darauf achten, aus meiner Sicht, dass man hier den richtigen Moment findet, um die richtige Nachricht an das richtige Zielpublikum abzusenden. Das Thema Influencer war auch heute in unserer Veranstaltung ein Thema. Hier sind natürlich auch auf Seiten der Wissenschaftler bzw. kommunizierenden Personen über Wissenschaftler auch Vorbehalte. Der Vorteil für uns ist, dass es Menschen sind, die eine sehr große Reichweite haben, die nochmal an Zielgruppen rankommen, die wir mit unseren Seiten, mit unserem Profil nicht erreichen können. Das Problem ist aber, dass der Themenfit dann nicht immer gegeben ist, denn es ist schwierig, diese Schnittmenge zu finden aus Influencern und Themenexperten. Wenn man die aber gefunden hat, glaube ich, ist es ein sehr probates Mittel auch in der Wissenschaftskommunikation. Meine Lieblingsformate im Bereich der Wissenschaftskommunikation in den sozialen Medien ist auf der einen Seite ein Nachhilfeformat, für das ich gar nicht so richtig die Zielgruppe bin, das ich aber sehr spannend finde und musste wissen, das von Funk produziert wird und wo wirklich aus meiner Sicht sehr amüsante bzw. auch interessante Weise eben tatsächlich Themen aus dem Lehrplan diskutiert werden. Und ein Format, das aus den USA kommt, das heißt in a nutshell, oder auf Deutsch ist es, glaube ich, kurz erklärt, in dem wirklich in relativ kurzer Zeit animiert Sachverhalte dargestellt werden und wo man am Schluss immer was mitnehmen kann.